Lol. Und so starb der Doktor. Und keiner wusste immer noch nicht, was vor sich geht. Beschwören. Ist das hier real? Träume ich? Weiß noch mitnehmen? Nee. Welchen Raum mitnehmen? Nie für die Partykarte, hätte ich hier da nie zugriffen. Hier der Ort diesem Novellen Niveau niemand. Ach du Gräber, la Regie 3, Stief. Ups, ich kriege nee, nicht. Ah. Die eine, egal, Lupe, et in den Tod. Warte, was? Der einzige, der dir ist nun tot. Der Einzige, der dir. Ich bin gerade am Überlegen, was da für ein Satz sein könnte. Tat kommt es vor dem letzten Wort. Das davor. Weh. Weg. Ah, der Einzige, der dir geglaubt hat, ist nun tot. Was soll ich tun? Ja, mit 4 Buchstaben. Renne? Hä? Renne? War eine Tür. Hey, ich hätte es gar nicht. Ist es wahr, dass du auf einen Rechtsbeistand verzichtet und sich selbst verteidigen willst? Ja. Ich habe nichts zu verbergen. Kannst du aus deiner Überzeugung sagen, dass du ein unschuldiger Mann bist? Bleibst du bei der Geschichte, die du der Polizei erzählst? Hast? Ich werde euch die Wahrheit sagen. Heißt das, die Geschichte, welche du zuvor erzählt hast, war gelogen? Ich habe dazu nichts zu sagen. Kannst du etwas über die Person erzählen, die vermeintlich deine Mutter getötet hat?
Wie erklärst du, dass es keine Zeugen oder Beweise für eine solche Person gibt? Ich sehe dafür keine Wichtigkeit im Moment. Ist es wahr, dass dir auch der Sonnensinnsmord verworfen wird? Das ist mir neu. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn sie versuchen, mir auch das anzuhängen. Und was ist mir Charlie Mansfeld? Ich habe im Moment nichts zu ihm zu sagen. Außer, dass ich getan habe, wovon ich zu dem Zeitpunkt dachte, dass er korrekt war. Okay, da wir von dir keine wichtigen Informationen erhalten, lass mich dir meistgestellte Frage stellen. Die Zuschauer sind sehr interessiert an dieser Frage. Ist es wahr, dass du spezielle Mahlzeiten erhalten hast, nur weil du Angst vor Fleischwurst hast? Ich habe keine Angst vor Fleischwurst. Es ist nur, naja, eine lange Geschichte. Bis zu deiner Gerichtsverhandlung sind es immer noch ein paar Stunden. Ich glaube, wir haben genügend Zeit. Okay. Episode 3. Der Fleischwurst-Vorfall. Wer ist? Mr. Dottel? Was, wenn ich mehr als nur eine Zeichnung wäre? Lol, wir können... Lol. Hallo, geht es dir gut? Hallo, geht es dir gut? Was ist mit deinem Freund passiert? Er hat die Wahrheit versucht und die Wahrheit hat seine Seele zerstört. Lass es uns bitte alleine. Dein Kopf verängstigte die Kinder. Kannst du mir sagen, wo dein Freund riskiert hat, die Erleuchtung zu finden? Er ist zum weißen Propheten gereist, hinter den Feldern des Todes. Aber ein Kopf wie du wird es nie schaffen. Lol. Geht es dir gut, was ist mit deinem Gliedmaß passiert? Nein, sowas. Wie würdest du dich fühlen, wenn ich dich frage? Achso. Wie würdest du dich fühlen, wenn ich dich fragen würde, was mit deinem seltsamen, geformten Kopf los ist? Ich wollte dich nicht beleidigen, ich wohl. Ja, nerv einen anderen. Hallo, Ma'am? Beachte meine Schwester nicht. Achso, das ist... Sie ist ein Mann. Sie ist etwas verrückt in letzter Zeit. Liegt woanders an der Sonne. Kein Problem. Unsere Vorfahren wollen vom großen Pisa vielleicht. Seit der Zeit sind unsere Leute ohne Gliedmaße gezeichnet. Was für ein Monster. Könnte so etwas tun? Wir reden nicht über solche Sachen. Wenn du mehr darüber wissen willst, musst du das Orakel hinter den Feldern des Todes befragen. Bist du das große Monster? Fick dich selber. Nein, tut mir leid. Schenkt mir keine Beachtung. Meine Laune nährt sich mit dem Stand der Sonne. Der große Monster wurde schon seit Hunderten von Jahren nicht mehr gesehen. Weißt du, wo der Prophet ist? Du meinst den verrückten alten Kauz, der hinter dem Tod lebt? Einfach die Leiter runter, es ist immer die Leiter runter. Was zum... Sagt er, fick dich. Hallo. Du hättest nicht mehr hier... Du hättest nicht mehr hier kommen sollen. Wo bin ich? An einer dunklen Ort. Das ist das Feld des Todes. Schreckliche Dinge geschehen, wenn die Sonne erlischt. Ja, das sind die Diva. Bist du der Prophet? Ich habe viele Namen. Weißt du etwas über das große Monster? Es kroch vor vielen Jahren durch das große Loch. Es verwüstete alles für die Jahrzehnte, bis es durch eine große Explosion im Himmel stillgelegt wurde. Viele dachten, das Monster wäre tot, aber wir wussten es besser. Was ist das große Loch? Vor Äonen haben wir das große Loch erschaffen,
in dem papierähnlichen Material dieser Welt. Ein Loch, welches das gesamte Wissen des Universums beinhaltet. Wie komme ich dorthin? Was ist dir die Wahrheit wert? Alles. Okay. Ja, aber ich würde sagen, wir machen einen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, wir starten mal wieder hier. Bis dann. Tschüss. Ich kann noch mal. Na? Laut. Entschuldigen Sie mich, Herr Fischer. Sei wach auf. Hä? Das sieht für mich nicht nach Mathe aus. Oh, entschuldige, ich war gerade total in Gedanken. Ich habe den Test schon fertig. Ich weiß, du hast wieder einmal einen perfekten Test geschrieben. Sehr gut. Versuch einfach für den Rest des Unterrichts wach zu bleiben, okay? Klar, wird nicht wieder vorkommen. Und Herr Phelps, Augen auf Ihr eigenes Blatt. Ja, und heute ist fast vorbei. Bitte gebt den Test ab, bevor ihr aus dem Klassenzimmer geht. Hey, Freak. Niemand mag einen Streber, Sally Face. Niemand mag einen Klitsche-Mobber, Travis. Hast du nichts Besseres zu tun? Halt die Fresse, Bitch. Ich hab nicht mit dir geredet. Weißt du, wenn du endlich den Stock aus dem Arsch ziehen würdest, würdest du vielleicht sogar Spaß haben und sogar ein paar Freunde machen. Fick dich, Wurm. Ich hab meine Freunde als du je haben wirst. Hast du dein Dad mit Zunge geküsst? Bin mir sicher, Was zur Hölle, Arschloch? Geht es dir gut, Sal? Alles okay. Komm, gehen wir es dem Rektor melden. Nein, keine Sorge, deswegen. Es würde das Ganze nur schlimmer machen. Glaub mir. Sal, du blutest. Es geht mir gut, wirklich. Hier, nimm mein Bandana. Achte. Ich, du, Kami. Sieht aus, als wäre es nur ein Kratzer. Keine Sorge, man kann es nicht mehr wirklich sehen. Ha, dank euch. Jo, was ist passiert? War schon wieder diese Travis? Dieses Arsch, spring ihn um. Larry, mir geht's gut. Es ist okay, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Sal hat recht, wenn wir uns einmischen, wird es nur schlimmer. Nicht, wenn er tot ist. Dann würde er vermutlich die Schule heimsuchen und wir werden mit diesem Idioten weitere 2 Jahren hier gestraft. Ja, das geht gerade, die Gruppen, es gibt's Terrorium. Ihr wisst, dass ich euch liebe, Jungs, aber diese Geistergeschichte sind selbst für mich zu viel. Also lassen wir Travis einfach so davon kommen? Das ist nicht wert. Zudem denk doch mal nach. Wer weiß, wie es bei ihm zu Hause sein muss. Er hat einiges an Wut aufgestaut. Da muss doch irgendein Grund gehen. Ich bin mir sicher, dass er wütend ist, weil sie den Fleischwurst-Sandwich Tag auf morgen verschoben haben. Hä? Ernsthaft, ich habe noch nie jemanden gesehen, der diesen schlechtesten Essenstag so sehr liebt. It's like a prison me, and he doesn't even like pizza for this. Who doesn't like pizza? It's inhuman. I understand your English. Vielleicht ist er ein Alien. Hä? Genau, was wir noch brauchen. Ups. Harry, ich werde dir helfen, Travis zu töten, wenn Sal dich nicht schaut. Das habe ich gehört. Am nächsten Tag, Fleischwursttag. Rockville High School. Yeah.
kommt mal ein Cut hier. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Ich dachte so, ich die Fleischwurst seltsam für euch? Ich dachte die letzte Woche wäre seltsam gewesen, aber diese scheint. Ich habe gehört, es ist aus Ziegenfleisch. Haben letzte Woche nicht sogar eine Handvoll Kinder sich nach dem Fleischwursttag krank gemeldet? Ach Leute, wir merken mir doch nicht das Essen bitte. Das ist das einzige, was ihr am Tag. Komm, Kuschel. Klar. Ich auch. Bin dabei. Viel Spaß, ich werde mit Chuck hier bleiben. Wir müssen herausfinden, ob irgendwas mit unserer Fleischwurst nicht stimmt. Vielleicht war es schlechtes Fleisch oder es ist schon abgelaufen oder so. Oder schlechte Ziegen, ich sag's dir. Also, oder schlechte Ziege, ich sag's dir, das Zeug ist seltsam, es schmeckt immer nicht mal nach Fleisch. Was wahrscheinlich gemixt ist, billig. Fleisch von verschiedenen Tieren, Rind, Schwein, Huhn und Rute. Tat, Gott, du schaffst es noch, dass mehr schlecht wird. Das ist wieder Hotdog-Vorfall. Oh, ich hoffe nicht. Sei, hat vielleicht recht. Er könnte irgendwas mit dem Kantinenfleisch nicht stimmen. Ich möchte unseren Sandwiches zum Wissenschaftslabor mitnehmen. Und sehen, ob ich irgendwelche Bakterien oder Hinweise auf Abgelaufene finde. Okay, Ash, du gehst mit Todd und hilfst ihm im Labor. Larry und ich versuchen, mehr Infos über die Fleischwurst zu kriegen. Hört sich nach einem Plan an. Cool, wir laufen jetzt hier rum. Oh, hi Larry. Hey Mappe, isst du nicht zu Mittag? Meine Mama hat mir wieder ein Erdnussbutter-Gelee-Sandwich gemacht. Langsam kommt es mir echt zu den Ohren raus, weißt du? Natürlich kannst du es haben, Chuck. Cool. Kann ich gehen? Oh. Dachte vorne an der Stimme. Dachte es mir doch, dass ich hier mögliche. Na, was habt ihr Noobs da vor? Verzieh dich, Travis. Musst du nicht irgendwelche Sandwiches essen? Glück für euch, dass Fleischwursttag ist. Kim? Hi, Kim. Wir haben eine Frage zur Fleischwurst. Kannst du uns sagen, wo die Schule ist, die kauft? Warum wollt ihr das Beste? Sind das die Kids gehungert? Nein, wir wollten nur wissen, wo. Kinder seid es wieder auf eure Stelle. Keine weiteren Fragen mehr. Können wir vielleicht die Verpackung oder. Keine Verpackung oder so für euch. Nur eure Hände auf den Stiel. Los geht's hin! Wow, was für ein Fehlschlag. Sie sieht immer so unglücklich aus. Ich frage mich, warum sie immer noch hier ist. Als würden die Kinder sie krank machen oder sowas. Hey, was, wenn Kim das Essen vergiftet? Ich weiß ja nicht, ob wir noch eine weitere Verschwörungstheorie brauchen können, aber wir könnten mal in Betracht ziehen. Warum versuchst du nicht mal ins Rektorbüro zu kommen, um dann nach Dokumenten zu suchen? Währenddessen gehe ich mal nach Tod sehen. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Tod, wo ist Tod? Tod. Tod, nee. Tod, nee. Ja,
krass. Nein. 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 Okay. Aber wir gehen. Ah ne, wir sind ja ein Junge. Ich denke mal, wir werden eine Frau. Also ein Mädchen. Die Frau. Das sollte ich lieber nicht. Doch. Du bist nämlich in Wirklichkeit eine Frau. Eine Hochklammer. Eine Hochklammer. Oh. Oh. Ein paar meiner Schulbücher. Todd hat mich über... Okay, da steht 578 da oben. Den Physikunterricht dieses Jahr zu besuchen. Und um ehrlich zu sein, macht er mich auch echt Spaß. Die Welt, in der wir leben, ist so faszinierend und voller Guns. Diesen Rucksack habe ich schon seit ich hier zur Schule gehe. Sieht ziemlich abgenutzt aus. Ein Foto von unserem Halloween-Feier. Es war super. Ich habe so ein Glück mit meinen Freunden. So. So, dann kommen wir mal weiter, ne? Kommen wir mal weiter, ne? Ich kann zaubern. Die haben gerade Unterricht. Die haben nicht alle unterschiedlich. Haben nicht alle gleichzeitig. Oh, was ist das? Oh, okay. Eine Haarklammer für Spinde aufzumachen. Die haben eh so Unterricht. Aha. Das ist von den Freunden. Todd findet überall Dinge, die er für seine Erfindungen verwenden kann. Ich habe keine Ahnung, wie auch nur etwas davon funktioniert. Der Kerl ist ein Genie. Todd hat das im Unterricht vorgeführt. Irgendwie erzeugt die Kartoffel Licht oder so. Mich wundert es, dass die Lampe immer noch brennt. Wie zu erwarten ist, Todd spinnt voll mit Büchern. Sein Interesse und Wissen und Weiterbildung ist wirklich inspirierend. Was ist mit dem, der Dose? Komm ich nicht drauf. Todd und sein Freund, Niall. Sie sehen immer so glücklich aus. Das macht mich irgendwie auch glücklich. Schwul. Rucksack. Ich bin Larry. Ich und Larry haben echt viel die letzten 2 Jahre durchgemacht. Er ist kein Freund, er gehört zur Familie. Ohne ihn wäre ich am Ende. Das Bild habe ich gemalt. Ich wollte es wegwerfen, aber Larry wollte es unbedingt behalten. Er meinte, großartige Kunst muss nicht schön sein. So lange wie sie Gefühle vermittelt und sei und bei diesem Bild, Alter, bin ich ganz von den Socken. Achso, hat er gesagt. Ich glaube, das hat Ash gezeichnet. Eigentlich hat sie Larry das Zeichnen erst richtig beigebracht. Sie ist eine tolle Lehrerin. Wenn es Larry nicht gäbe, hätte ich sie nie kennengelernt. Larrys Künstler kam immer diese Unordnung. Obwohl, eigentlich beneide ich ihn um seine Sorglosigkeit. Ash spinnt. Ash macht diese Puppen selbst. Sie sind so cool. Sie nennt sie kleine Kerle. Ash Maluten Silien. Ash und Larry haben echt Talent. Sie versuchen mir das Zeichnen beizubringen. Aber irgendwie wird das nichts. Aber es ist schon okay. So, es macht Spaß mit ihnen zu malen und ich weiß ohnehin, dass ich nie so gut wie sie sein werde. Man sieht uns auch im Spiegel, cool. Es Polaroid Kamera. Sie liebt es, Fotos zu machen. Sie könnte mich noch gut brauchen. Sie hat sicher nichts dagegen, wenn ich sie mir leihe.
Warum nicht, ne? Oh hey, da, das bin ich ja. Ich wusste gar nicht, dass sie das hier macht. Einige Fotos von Ash, es ist auch ein altes Foto von ihr und Larry dabei. Die beiden sind einfach die besten Freunde, die man haben kann. Was ist das für ein Bild da oben? Plumpy. So, es ist... Achtung. Nee, es ist nur... Okay. Ah, alles klar. Da haben wir alles richtig gemacht. Ich würde gerne mal auf Toilette. Da können wir momentan nicht rein. Schade.